Also mal eben jetzt so aufs Feld einen 5-6er zu packen, ist schon ganz schön happig. Muss man ja schon wieder nachdenken, ne? So. Weil die reiben meine nämlich komplett auf. Naja. Gucken wir mal, was du jetzt machst. Ach nein, stimmt, du buffst deinen ja einfach weiter. Au. Na, im Moment bist du ja geschützt durch den Tank. Seid ihr für das hier bereit? Ich bin ein Meister der Magie. Aber nicht lange. Siehst du das eigentlich, wenn ich hier in der Karte rumspiele? Leider nicht. Das ist mir auch schon... Da habe ich auch schon in meinem Video gesehen. Ich sehe deine Hand leider nicht. Auch wenn ich jetzt hier einen Gong schlage oder so. Das ist nur für mich sichtbar, denke ich. Ja, habe gerade nichts gesehen. Hm. Ich denke, sonst könnte man sich zu viel ärgern. Na, aber gerade mit der Balliste... Beziehungsweise mit der Schleuder, wenn man den Gegner damit Stein beschießt, das macht natürlich nur Spaß, wenn der das sieht. Eben. So ist es natürlich nicht so toll. Ja. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Oh, ich hatte da schon amerikanische Spieler, die haben jedes Mal die Runde bis zum Ende auslaufen lassen. Irgendwann kommt ja dieses Seil, was dann so langsam abbrennt, die Lunte. Dass dann das Ende der Runde irgendwie... Warum? Weil sie hoffen, dass du keinen Bock mehr hast und rausgehst, oder wie? Nö, weil die einfach alles 20 Mal überdenken. Keine Ahnung. Hm. Mein Problem ist, dass du gleich irgendwie ziemlich stark reinhauen wirst, glaube ich. Diesen Buff, den du da mit den Zauber macht plus 1, ist das immer so lange gültig, wie der noch auf dem Deck ist? Oder ist das dann sobald nur, wenn du ausspielst? Also nur, wenn die da ist, die Kreatur. Also wenn ich sie wegnehme, sind die anderen auch wieder schwächer. Zaubermacht hat nichts mit den Kreaturen zu tun. Zaubermacht verstärkt meine offensiven Zauber. Okay. Das heißt, ein Spell, der normalerweise 4 Schaden macht, der würde jetzt dank plus 2 Zaubermacht wegen den 2 Kreaturen halt 6 Schaden machen. Gilt das auch für deinen Feuerschlag, für deine Heldenfähigkeit? Nein, leider nicht. Ah, okay. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu fett. Hast du doch einfach alles gespielt. Jetzt habe ich einfach alles gespielt, ja. Und gleich ziehst du wahrscheinlich irgendeine Karte und es mal bam, mal bei mir ist alles weg oder so. Habe ich noch nicht. Gibt's aber. Fügt jeder Kreatur auf der gegnerischen Seite irgendwie 4 Schaden zu. Und mit Zaubermacht wären das jetzt schon 6. Das heißt, 3 von deinen 4 Kreaturen wären tot und die andere hätte noch einen Lebenspunkt. Krass. Ja, weil die Runde geht jetzt halt auch schon sehr lang, ne? Also wir haben jetzt schon beide 10. Ich denke, jetzt müsste es, ja. Du nicht nehmen Kerze. Du nicht nehmen Kerze. Oh, 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 aua, aua. Und ich krieg eine Karte. Das ist es auch, ne? Aber die spiele ich natürlich. Kriegen wir nicht alle eine Karte? Ja. Das Spiel will ich nicht ärgern damit.
Ich finde das nur so krass, weil ich kann jetzt nur angreifen und eigentlich alles aufreiben hier, ne? Wo soll ich? Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Boah, ist das immer derselbe Spruch? Leider, ja. Ups. Es tut mir leid. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Will ich jetzt halt gerade, greife ich dich an oder versuche ich da die Karten wegzukriegen? Das ist halt immer so eine Geschichte, ne? Weil, genau, was tun? Ich würde ja am liebsten die Musik von Jeopardy einspielen. Ach komm, hier. Ich weiß nämlich nicht, wie lange ich noch lebe. War klar, dass gleich wieder so einer kommt. Ja. Aber ich bin ja ein Druide. So. Hättest du eigentlich noch ein bisschen zurückhalten können? Ja. Hast du zwei von den Heilpunkten verschwendet. Ach so, ja stimmt, ihr geht nicht übers Maximum dann, ne? Ja. Hm. Stimmt, weil du hättest mich ja in einem Zug nicht kaputt machen können jetzt. Obwohl das ganz gut runtergeht hier, du. Kannst du eh nicht angreifen, ist ein Tank draußen. Ach, ich kann doch nicht mal dich angreifen. Ich dachte mal, als Held kann ich dran vorbei. Nein, nein, nein. Der Held muss jetzt auch an dem Tank vorbei. Ah. Das meine ich, hätte ich gegen Übungsgegner nicht gehabt. Eigentlich schon. Geh weg mit dem Ding, ey. Jetzt ziehst du mich nämlich so ab hier, glaube ich. Ja. Boah. Jetzt kann ich dich aber nicht angreifen, weil du mich dann in der nächsten Runde würdest du mich dann putt hauen. Also muss ich schon den jetzt wegziehen. Ich bin schon in meinen letzten Atemzügen. Ganz schön fies, dass man immer nur eine Karte kriegt. Ich habe wahnsinnig Mana-Kristalle übrig und kann sie nicht nutzen. Dann solltest du mal schauen, dass du vielleicht ein paar Kreaturen oder andere Karten reinschmeißt, die dir Karten gewähren.
Das ist beim Druiden eh sehr nett, weil er ja doch sehr den Mana-Haushalt irgendwie manipuliert. Und dementsprechend auch häufiger mehr Karten rausspielen kann als der Gegner. Da musst du natürlich auch für ordentlich Nachschub sorgen. Ich glaube, jetzt hast du mich. Ich glaube auch. Ja. So, dann gibt's nochmal einen Abschluss. Bussi. Ah, walte deines Amtes. Aber jetzt sehen wir das mal. Jetzt habe ich hier quasi 3 Zaubermacht draußen. Ja. Jetzt macht mein Frostblitz, der normalerweise 3 Schaden machen würde, halt 6 Schaden. Aua. Bam, bam. Yeah. GZ. Vielen Dank. Es war mir eine Freude. Ja, sicher. Levelt immer nur der Gewinner oder wie ist das jetzt? In Spielen gegen Freunde levelt niemand, damit das keiner abusen kann. Ja, das finde ich schon mal gut. Also ist das jetzt hier ein reines Fun-Match gewesen? Das war jetzt ein reines Fun-Match, ja. Was ich trotzdem cool finde, wenn man halt sich doch austauschen kann, auch was Taktiken angeht. Ja, sehr cool. Carsten, danke für die Runde. Ich danke dir, Carsten. Ja, Carsten, Carsten. Das Duo verabschiedet sich für heute. Leute, macht's gut. In den nächsten Tagen gibt's noch ein paar mehr Videos zu Hearthstone von Blizzard. Tschüss. Ciao.